Deutschland, es ist Zeit. Zeit, gemeinsam große Brötchen zu backen. Und Nachwuchs auszubilden. Genau. Deutschland, wir haben viel vor. Wenn wir das angucken, diese Runen, die wir da sehen, wir haben ja vorher schon gesprochen, das ist ja letztendlich das gleiche, wie wir in den Fachwerkhäusern drin haben. Das sind ja auch Runen, das weiß ich, da bin ich der Fachmann. Das sind ja auch Runen. Und da ist ja die E-Rune dabei, da ist die Armenspeiserune dabei, da ist immer alles dabei, was wir überhaupt uns denken können. Und die Zimmerleute, die das gewusst haben und die Wissenden waren, die haben immer geguckt, wo ist die Armenspeisung. Und dort sind sie hingegangen und haben geklingelt. Und da haben sie was zum Essen und Trinken gekriegt. So gesehen, also das Prinzip ist eigentlich das gleiche, die sind halt, denke ich mal, ein wenig älter. Das sind ja aus, die kommen genau. aus dem, sag ich mal, 4. Jahrhundert, früher der Wikinger. Und sind eher ein bisschen familiär verbunden. Familiär, also es ist auch, wenn man zum Beispiel dann mit seinem Schiff los tigert, sag ich mal, um neues Land zu finden, was war ja damals sehr karg, dann ritzt man sich Runen ins Schiff oder sonst wo rein, um halt einfach einen guten, glücklichen, anständigen Weg zu haben, gut anzukommen, lebend wieder nach Hause zu kommen. Das sind gut. Symbole. Also jetzt komme ich gerade von der Handleserin drüber, nicht von der Handleserin, von der Gatterlegerin. Wenn man sich mit solchen Runen beschäftigt und mit der alten Mythologie letztendlich, darf man dich noch fragen, was du für religiös angehaucht bist? Ich bin evangelisch getauft. Aber ich, hört sich jetzt gemein an, aber ich glaube nicht direkt an Gott, glaube ich nicht, aber es gibt was Höheres, aber ich möchte es jetzt nicht definieren als Gott, Allah, Buddha, sondern es gibt was Höheres. Aber ich möchte, da sind wir uns einig. Ich möchte ihm jetzt keinen spezifischen Namen geben. Da sind wir uns einig. Religion ist, also jeder darf sie ausleben, ich habe mit Religion absolut kein Problem. Ich finde es halt schade, dass gewisse Religionen sich gegenseitig kaputt. Ja, und ich habe ja das jetzt nicht gefragt, um vielleicht in Dschihad reinzugehen oder sonst irgendwo. Nein, nein, das wollen wir nicht hier, das tun wir auch nicht. Aber man muss ja da zurückgehen, du hast es ja selber erklärt. Diese alten Runen, das waren ja zum Beispiel auch, wenn man in den Krieg gezogen ist, hat man sich ja Runen reingehauen irgendwo. Da war ja ein Glaube da. Mir geht es eher darum, dass wir heute eigentlich alle diese alten Glaubensgrundlagen vergessen haben und nicht mehr kennen und nicht mehr machen. Und das wäre eigentlich die Frage, meinst du eigentlich, dass das alles verloren ist, was da gemacht worden ist? Oder dass das alles Humbug war? Humbug jetzt nicht, weil du glaubst ja daran. Es gibt dir ja Kraft, was Schlimmes zu überstehen. Es gibt dir Kraft, du glaubst daran, es passiert was Gutes.
wenn jemand stirbt, dann war es früher eher ein Fest und kein Trauer. Natürlich hat man getrauert, aber man hat das auch dann Runen verwendet, um den weiteren Weg klasse. Des Menschen zu begleiten. Also, absolut klasse. Das ist klasse. Genau um das geht's. Und darum war mir das jetzt wichtig, bei dir nochmal was zu machen. Weil das sind jetzt einfach mal Gedanken, die man führen muss einfach. Es geht nicht immer um die Standardmäßige. Man hat auf der Welt auch mal Dinge, wo jemand an etwas anderes glaubt. Und das muss auch in Ordnung sein. Das muss, also ich sage auch immer, es sollte toleriert werden, aber man sollte nicht versuchen, einen zu bekehren, nur weil man selber davon so stark überzeugt ist, es gibt nur diese Klasse. Super. Es ist super. Also, großartig, wir können da nochmal rüberschwenken. Da sind ja so viele Köpfe da. Da ist Zeug da, vom kleinen Gamsbock bis zum großen Büffel. Es ist alles da. Wir haben da noch eine Knüpferin, ja auch noch da. Eine Bändelknüpferin. Da waren auch Knochen mit eingebunden, oder? Bitte? Waren da auch Knochen mit eingebunden? Teilweise, ja. Da waren zum Beispiel Schlangenwirbel mit drin. Okay, und es gibt noch Halsbändler und Armbändler. Das wird jetzt ein Armband. Ah ja, schön. Aber wir haben auch Halsbänder da, also Joker, die ein bisschen enger sind. Ja, ja, ja. Ein bisschen längere. Ja. Ah, da haben wir das. Und jetzt. Besser. Da haben wir die. Weniger Punkte. Toll. Klasse. Von bis. Ja gut, Alex, ich weiß nicht, wie Sie heißen, aber... Nicole. Herzlichen Dank. Das war eine Riesensache, liebe Handwerker. Vielleicht müssen wir auch mal ein Seminar machen, vielleicht mal über Religionen. Wir haben das gehabt in Fullerdorf vor vielen Jahren, die Weltreligionen. Und wenn man das mal ein bisschen studiert, die Weltreligionen, dann steht im Koran genau das Gleiche wie in der Bibel. Es steht überall das Gleiche drin. Jede Religion ist gleich. Der Hauptgrund und das Hauptprinzip ist der gleiche. Gut, das ja. Genau. Erlebt, genau. Genau. So gesehen ist es das gleiche. Niemanden, sag ich mal, töten, nett zueinander sein, zuvorkommend sein, was sehr verloren genau. ist. Genau. Ja. Und drum denke ich auch, es muss eigentlich egal sein, an was man glaubt. Man müsste eigentlich nur an die Grundsätze glauben, die das Leben mit anderen Menschen eigentlich ermöglicht. Da ist eigentlich, wenn ich jetzt kurz reinschränken darf, ist gerade so ein Mittelaltermarkt das beste Beispiel. Hier sind sehr viele Religionen, sehr viele andere Ansichten, andere Herkünfte, von Deutscher bis alles. Aber es funktioniert. Genau. Es funktioniert. Es gibt keinen Streit, es gibt nichts. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Sie können zu jedem ins Zelt rein sitzen, Sie kriegst was zum Essen. Wenn ein Sturm kommt und haut was zusammen, man sieht aus allen Ecken die Leute kommen. Also da krieg ich auch gerade. Ja. Es ist tatsächlich so. Ja. Und darum komme ich so gerne auf diese Feste her. Und auch was die Ritter hinten gemacht haben, auch das Rittertum war ja eine richtig tolle Sache. Also großartig, was ihr da macht. Und noch einmal ein riesen Dank. Und liebe Handwerker, wir werden uns, glaube ich, mal noch mal Gedanken machen müssen, ob wir mal in die Religionen noch mal einsteigen müssen. Ja? Also ich verbleibe jetzt mal bis zum nächsten Video. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger. Saving my soul.
He told me I was surviving. Suffering less connections. Cyrus to 63. I killed to shout, oh, and I say, until I think it's true. Oh, no, it's not getting no lying.
She stood at the doorway. I heard a mission.